Mein Name ist Mike, ich bin 21 Jahre alt, ich bin Jungunternehmer und Pro-Hofer. Ich bin Lea, ich bin 16 Jahre alt, ich gehe auf die Rudolf-Steiner-Schule Pötzernsdorf und ich bin Kontra-Hofer. Ich bin der Fabian, bin 19 Jahre alt, besuche die Matura-Schule und bin Pro-Hofer. Hallo, ich bin der Michi, ich bin 17 Jahre alt, ich gehe auf die AHS in Strebersdorf auf die De La Salle-Schule und ich bin Kontra-Hofer. Ich bin der Peter, ich bin 16, besuche die AHS Geringer Gasse und bin Pro-Hofer. Ich bin der Florian, ich bin 17 Jahre alt, ich gehe in die De La Salle-Schule Strebersdorf und ich bin Kontra-Hofer. Werden Sie dafür eintreten, dass sich Österreich in Zukunft an das internationale Klimaschutzabkommen hält? Und wenn ja, wie werden Sie darauf Einfluss nehmen? Mein Vorschlag wäre, dass man statt CO2-Zielen Ziele für den Anteil an erneuerbaren Energieträgern festlegt. Das heißt, dass ein Staat den Anteil an Erneuerbaren von Jahr zu Jahr erhöht und damit löse ich das CO2-Ziel mit. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Sie sprechen oft von einem fairen Wahlkampf, den Sie sich wünschen und den Sie versuchen zu führen. Glauben Sie, dass Ausdrücke wie grüner Diktator, grüner Austrofaschist oder vergesslich zu diesem fairen Wahlkampf beitragen? Also, Sie haben vollkommen recht. Die Aussage von mir war damals auch überzogen. Ich würde es heute anders formulieren, nämlich ich würde es als einen autoritären Zugang bezeichnen. Ich habe das damals deswegen gesagt, weil er gemeint hat, er würde eine bestimmte Partei, egal wie viele Stimmen sie hat, nicht für eine Regierungsbeteiligung vorsehen. Wie wir alle wissen, sind letztes Jahr alle Dämme gebrochen und die unkontrollierte Einwanderung wurde an die Spitze getrieben. Mhm. Und jetzt wäre meine Frage an Sie, welche Maßnahmen würden Sie als Bundespräsident ergreifen, um die Sicherheit des Volkes zu gewährleisten? Der fairste und beste Weg wäre für mich, eine sichere Zone zu schaffen in Nordafrika. Die finanziellen Mittel dafür sind vorhanden. Wir wissen aus einer Studie für die Nationalbank, und der Fiskalrat hat diese Studie gemacht, dass ein Flüchtling Kosten in Österreich von 277.000 Euro über die Jahre verursacht. Wenn ich nur mit einem Teil dieses Betrages und in Kooperation mit anderen Ländern, also mit der Europäischen Union, eine sichere Zone in Nordafrika schaffe. Eine Zone, wo die Menschen wirklich Schutz finden können, wo es auch Schulbildung gibt für die Kinder, wo es auch Ausbildungsmöglichkeiten gibt für die Erwachsenen, dann kann ich dort das Asylverfahren durchführen. Herr Hofer, wenn sich Ihre Tochter dazu entscheiden würde, abzutreiben, hätten Sie das Vertrauen, dass sie das für sich selbst entscheiden kann und alleine? Wenn meine Tochter zu mir kommen würde und sagt, Papa, ich bin schwanger und ich möchte abtreiben, dann würde ich ihr sagen, dass sie, wenn sie sich für das Kind entscheidet, von mir und von meiner Frau und auch von ihren Geschwistern jede Unterstützung bekommt, die sie benötigt, damit dieses Kind auf die Welt kommen kann und dass Kinder ein großes Geschenk sind. Aber natürlich, die Entscheidung wird von der Frau getroffen. Das ist eine höchstpersönliche Entscheidung. Ich glaube aber trotzdem, dass auch der Staat Jungen, es sind vor allem junge Frauen, die hier diesen Eingriff vornehmen lassen, dass auch der Staat einfach auch Lösungen aufzeigen muss. Also welche soziale Unterstützung gäbe es, wenn man sich für das Kind entscheidet? Was werden Sie unternehmen, um die heimische Wirtschaft zu unterstützen? Die Arbeitslosenrate ist leider gestiegen, aber auch die Zahl der Arbeitsplätze ist gestiegen. Wir haben eine sehr, sehr starke Steigerung auch weiterhin bei der Arbeitslosigkeit, und zwar eine der höchsten in der Europäischen Union. Wenn ich mit Unternehmern spreche und Unternehmerinnen, dann sagen mir die immer, es gibt zwei große Problemfelder. Erstens die hohe Steuerlast. Wir haben eine Steuer- und Abgabenquote in Österreich von 44%. Und zweitens die ausufernde Bürokratie. Und sie sagen oft, lasst uns doch einfach arbeiten. Sie sympathisieren ja öfters mit den Visegrad-Staaten und die Staaten nehmen jedoch nicht so viele Flüchtlinge auf wie wir als Österreicher. Wie stellen Sie sich dann eine Zusammenarbeit mit diesen Staaten vor, wenn doch zwei so verschiedene Ansichten über das Thema Flüchtlinge im Raum stehen? Das ist eben auch Ziel dieser Kooperation. Ich möchte aber festlegen, ich will nicht, dass Österreich erst Visegrad beitritt, sondern ich möchte gemeinsam mit den Visegrad-Staaten plus Rumänien, Kroatien, Slowenien, Serbien, Österreich eine Visegrad-Konferenz, eine Visegrad-Plus-Konferenz ins Leben rufen, wo man sich zusammensetzt, wo man unter wissenschaftlicher Begleitung, so wie beim Forum Alpbach, die anstehenden Probleme diskutiert, vernünftige Lösungen sucht und dann auch das gemeinsam im Rat vorschlägt und der Europäischen Union vorschlägt. Ziemlich interessantes Erlebnis heute. Ganz spannend. Mich hat es sogar ein bisschen beeindruckt, dass der Herr Hofer doch so
detaillierte Antworten aus dem Stegreif gewusst hat, ohne dass wir irgendwie, dass er irgendwie vorbereitet gewesen wäre auf das, was wir da heute fragen. Für mich jetzt einfach nochmal gezeigt, dass für mich ist nicht wichtig, wie die Person, klar ist es auch wichtig, wie die Person, was sie sagt und wie sie es sagt, aber für mich ist es auch sehr wichtig, was sie wirklich tun. Und deswegen bleibe ich für meine Entscheidung, von Annabelle zu wählen. Mir hat es gefallen. Ich fand es super, dass nach dem Gespräch, nach der Fragerunde, dass wir dann weitergeredet haben und das Gespräch sich eigentlich nicht wirklich verändert hat. Also hat sich jetzt nicht, also kam mir so vor, nicht verstellt, weil die Kamera gelaufen ist. Ich finde, allein wenn sich jemand laufend rechtfertigen muss für etwas, ist das, zeugt das nicht von Ruhe und von Bodenständigkeit. Und das ist das, was ich mir von einem Präsidenten wünsche. So ein bisschen der Papa der Nation, der Opa, der seine hütende Hand überall hält. Ich werde bei meiner Wahlentscheidung bleiben, so wie sie vorher war. Trotzdem, wie gesagt, hat sich mein Bild jetzt eher noch mehr zum Positiven hin verändert. Also ich war mir bis zum Anfang der Diskussion immer noch nicht sicher, wen ich jetzt wählen soll. Aber jetzt bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich den Hof wählen werde. Mein Bild von Norbert Hofer hat sich einfach verbessert, aber die politischen Ansichten von ihm sind einfach immer noch nicht in meine Richtung. Norbert Hofer ruht sehr in sich. Er ist sehr, sehr authentisch. Er versucht, den Kontakt zu den Jugendlichen deutlich zu verringern, indem er ihnen auch ein Bild vermittelt, wie es denn hinter den Kulissen läuft. Er lässt sie Einblick haben in seine Welt und macht sich dadurch sehr, sehr angreifbar. Er versucht hier auch dem Argument Alexander van der Bellens entgegenzuarbeiten, dass er der Wolf im Schafspelz ist. Er zeigt den Jugendlichen, ich bin eigentlich ein ganz, ganz normaler Mensch, der seine eigenen Sorgen und Nöte auch kennt und der sich für andere Menschen einsetzt. Und insofern versucht er, den Abstand zwischen Politiker und Jugendlichen deutlich zu verringern, was ihm über weite Strecken auch gut gelingt.